Der Weltreim, unendliche Lyrik. Dies sind die Abenteuer der Rheinpatrouille, die viele Gedichtjahre von der Erde entfernt in poetische Dimensionen vorstößt, die noch nie ein Mensch zuvor gehört hat. Herzlich willkommen, schön, dass ihr dabei seid, hier im Internet bei diesem lyrischen Highlight. Ich hoffe, jung und alt, klein, groß, albern, geistreich. Hier ist jeder Satz gereimt, wir nehmen uns die Freiheit. Guck, wenn dieses Viererteam wieder patrouilliert und Gäste aus der ganzen Republik hier präsentiert. Mit Versen und Zeilen auf allerhöchstem Niveau. Dann lehnt euch zurück und genießt mal die Show. Mr. Kopp. Captain. Funkspruch zur Erde vorbereitet. Hexameter aktiv. Auf den Schirm. Hier spricht Captain Thun an Bord des Reimschiffes Futur 2. Wir sind auf Reimpatrouille im Oxymoron-Nebel. Mit an Bord Lieutenant Miri Miri. Wortantrieb aktiv. Sergeant Yotai. Wir sind auf Kurs. Leistungskurs. Und der erste Wissenschaftsoffizier, Mr. Pock. Kopp. Faszinierend. Ich wollte gerade die Hilfsverben neu konjugieren, als mir immer wieder eine pleonastische Alliteration dazwischen funkte. Konnten Sie den Ursprung lokalisieren? Ja, er liegt im Nominativquadranten. Aber das wäre ja jenseits der jambischen Hyperbel. Genau. Das bedeutet, es muss dort ein Akkusativobjekt geben. Dann sollten wir ihm einen Besuch abstatten. Sergeant Yotai? Es ist unmöglich, die jambische Hyperbel zu durchdringen. Wir wären einer Akkumulation im Plural ausgesetzt und würden in einen parallelen Erzählstrang abschweifen. Ein Paralleluniversum. Es geht mir hier und heute und in diesen Versen um parallele Paralleluniversen. Denn Lyriker fragen, wenn Physiker sagen, dass sie beim Gottesteilchen jagen, unendlich viele Welten entdeckten, die sich in und um unsere eigene versteckten. Woher wissen wir denn, in welcher wir leben? Und kann es nicht auch Parallelwelten geben, die sich mit unserer Welt überlappen? Und wie soll man da nicht überschnappen? Gibt es auch Grenzgänger zwischen zwei Seiten oder noch schlimmer, zwischen zwei Zeiten? Meine eine Hälfte lebt hier und heute und die andere kennt schon ganz andere Leute. Hallo. Hallo. Und die Hälften im Hirn, Trends in eine Grenze. Und wenn eine woanders denkt, wo genau denkt sie? Und kann es auch sein, dass die Grenze verläuft zwischen Körper und Geist und dass sich das häuft? Ich treffe immer mehr Typen, die geben mir Anlass zu der Vermutung, die sind ganz woanders. Dass sich deren Universum andersrum dreht, aber für die ist das dann die Realität. Vielleicht gibt es ja wirklich ein Universum, in dem bei Trump niemand denkt, boah, ist der dumm, in dem das Arschloch, Verzeihung, noch immer regiert, in dem Friedrich Merz keine Wahlen verliert, in dem das Coronavirus nicht existiert, das Leben schön einfach ist und nicht kompliziert, in dem vom Klimawandel die Welt nicht krepiert, doch was in meinem Hirn nicht kapiert, wie schaffen die es nur ohne Verrenken, in der Welt zu leben und der anderen zu denken? Ihr Geist existiert in einer anderen Sphäre. Aber wenn ihr Körper doch auch nur da wäre. Doch nebeneinander laufen sie neben sich her und um die Verbindung zu halten, denken Sie quer. Faszinierend. Aber wäre es überhaupt möglich, Kontakt zu Parallelwesen aufzunehmen, Mr. Pop? Kopp. Die Frage ist doch vielmehr, würden Sie überhaupt den Kontakt mit uns wollen? Schon seit dem Altertum, der Vorgeschichte, ist der Mensch darauf erpicht, eine Antwort zu erhalten auf die Frage, wie ist extraterrestrisch wohl die Lage bezüglich kosmischer Intelligenz? Und sucht danach mit Vehemenz. Die Drake-Gleichung bestimmt die Zahl an smarten Zivilisationen, verteilt über das ganze All auf 0 bis 200 Millionen, je nach Planetenstern und Zeitraumfaktor. Mir kommt das relativ abstrakt vor und doch sucht man mit möglichst schnellen Magneten, Sonden, Radiowellen nach Beweisen für dies Theorem. Nicht nur das eigene Sonnensystem beherbergt Logik ganz genau wie unsere, nein, auch Proxima Centauri samt tausend anderen Exoplaneten vermittelt uns einen ganz konkreten Eindruck, dass da draußen noch was schweigt, was uns womöglich übersteigt. Warum, so fragt die Wissenschaft, haben wir es noch nicht geschafft, dass ein Kontakt nach draußen funktioniert? Es wird zwar manchmal postuliert von leicht verwirrten Männchen wie dem Erich von Däniken, dass manches UFO uns dereinst besucht hätte. Wir wären von Aliens befruchtet. Doch ich als Wissenschaftsdozentin weise mal auf Folgendes dezent hin. Warum sollte ein echter Geist sich zu der ganzen Mühe aufraffen, uns zu begegnen? Wer zur Erde reist, findet nur einen Planet der Affen, die dumm und gierig alle Schichten ihres Lebensraums vernichten.
Kurz, so ein Besuch, der lohnt sich nicht, denn hier gibt's niemand Schlaues, außer mich. Drum rufe ich zu den Stars hinaus, ich bin wie ihr, holt mich hier raus! Wir haben beinahe den Konjugationsring erreicht. Ab jetzt wäre eine Kontaktaufnahme möglich. Mhm. Captain, ich fürchte, unsere Bordsyntax ist dafür nicht ausreichend ausformuliert. Dann brauchen wir die mentalen Fähigkeiten von Mr. Mob. Cobb. Cobb. Ja, Freunde, das Universum ist echt groß. Ja, und da ist auch voll viel los. Das ist randvoll mit enormen Mengen fremder Lebensformen. Zu erwähnen wären da die Leute von Andromeda, Plejada und Arcturianer und noch ein bisschen abgefahrener die Einwohner von Sirius A. Und die Klingonen, ist ja klar. Und die sind alle lange schon in der Galaktischen Föderation. Die gibt es wirklich. Das ist Fakt. Ich stehe mit denen in Kontakt. Ich meine, die Wege sind schon weit, so hin und her, durch Raum und Zeit. Dann auch noch durch Zeit und Raum. Reisen geht da nur im Traum. Beim Schlafen ist das ideal, weil ich reise dann astral und hab da manchen Pfad gefunden. Deshalb schlafe ich jeden Tag 12 Stunden. Ich lege mich da voll ins Zeug und hey, ich mach das auch für euch. Namaste, Freunde. Ich denke, wir sollten eine Kontaktaufnahme riskieren, Mr. Plop. Cobb. Cobb. Es ist riskant. Wir könnten für alle Zeiten in einer paradoxen Redundanz festhängen. Leutnant Mirimiri, wäre es möglich, die jambische Hyperbel umzuformulieren? Wir könnten die Präposition mit einem tautologischen Halbreim verbinden und zusätzlich ein paar Doppelkonsonanten einbauen. Wenn wir gleichzeitig das Adjektiv steigern, könnte es funktionieren. Aber Captain, das ist doch Wahnsinn! Wenn da auch nur ein Satzzeichen verrutscht, dann sind wir nur noch eine Anapha im Präteritum. Wir müssen es riskieren. Präposition vorbereiten. Präposition aktiv. Deklination starten. Alle Modalverben sind passiv. Versuchen Sie zu substantivieren. Vollverben auf Konjunktiv 2. Captain, wir sind von bilingualem Weltraummüll getroffen. Weltraummüll, wie kommt der hierher? Was sagen Sie zum Weltraumschrott und was man da damit machen soll? Hat ihr so das Technik konstruieren, die wohl länger hebt, anstatt zum Krepieren? Ja, die den Millionen in Raketen stecken, die wo im Weltraum bloß verrecken. Also wenn man mich fragt, dann sage ich, die NASA ist ja jetzt ganz bache. Die sollte nämlich einfach im Weltraum mal eine Kehrwoche machen. Ja, die Astronauten, die wo zum Mond hinfliegen, die lassen da oben halt einfach ihren Müll rumliegen. Den Weltraummüll, den entsorgen die ja nicht sachgemäß und am allerschlimmsten ist da der Chines. Die Frage ist ja, wie entsorgst du so einen Weltraumwrack? Ich sag ja, am besten mit einem gelben Sack. Ja, na, denn die ja ihre Parabolantenne jeden Mal sauber vom Restmüll trennen. Ja, und wer kümmert sich jetzt um die ganze Sache? Na, ich sag, das sollen doch die grünen Männle machen. Weltraummüll, ne, das ist mir kein Graus. Weil bei mir ist ja klar, mir langt's ja nun aus. Der Vortrieb ist ausgefallen. Schreibblockade aktivieren. Schadensbericht. Die Satzkonstruktion ist beschädigt. Der Wortschatz liegt nur noch bei 13%. Ich fürchte, wir haben einen Blankvers in der Stilistik. Darum kümmern wir uns später, Mr. Schrott. Cobb. Cobb, jetzt müssen wir erst einmal rausfinden, wo wir überhaupt sind. Hauptsache nicht auf dem Mars. Jetzt ist aber fertig aus, das war's. Die Menschenwelt auf dem Mars, auf unserem schönen roten Planet. Jetzt ist aber alles spät. Die sollen auf der Erde bleiben. Ich kann Fremde eh nicht leiden. Erst neulich haben die so einen beschissenen Rover in meinen Garten geschmissen. So ein Drecksklapp mit 4 Rädern. Da schafft man da keinen halben Meter. Da siehst du doch kein Wurst vom Teller. Da ist mein Rasenmäher schneller. Das ist doch kein Fahrzeugleid. Die zeige ja und zwar noch heute. Schmeißen die das auf mein Grundstück drauf. Und wir räumen die Scheiße jetzt wieder auf. Die räumen das jetzt selber
weg neu. Das sind alles alte Tricks, hey. Da kannst du wenn du einen kennst. Von mir aus soll der erste Mensch noch kommen, wenn er kommen will. Ich weiß nicht, ob ich will. Außenteam zur Erkundung bereit? Bereit. Inversion starten. Sicherheitsscan. Atmosphäre normal. Wo sind wir hier? Hier sieht's ja aus wie im Schweinestall. Schweineall. Rendezvous mit Clara Rüttelsberger. Schweine im Weltall. Das war eine Sendung. Science Fiction in schweinster Vollendung. Da gab's kein Weltraum-Schickimicki, sondern Frauenpower mit Miss Piggy. Und der Captain hieß, wie sich's gehört, Commander Ringelschwanz statt Captain Kirk. Das nenn ich mal ein Musterschwein. So ein geiler, geiler Musterrein. Dr. Speckschwarte statt Pille der Doc. Und alle hatten Ohren wie Spock. Jede andere Sendung war Dreck. Ist doch verständlich, dass ich da stürz. Warum nicht Schwarte Speck statt Star Trek? Warum Star Wars und nicht Star Wutz? Warum dreht man statt Deep Space Nine nicht lieber Quick Space Schwein? Und glaubt nicht, dass ich mich entschuldige. Besser als Reim wäre die Schweinpatrouille. Ganz schön komplizierter Satzbau. Faszinierend. Hier sind überall unbestimmte Artikel. So was habe ich in der ganzen Milchstraße noch nicht gesehen. Milchstraße sagt man nicht mehr. Die funkelnde Milchstraße ist leider nicht vegan. Haferdrinkstraße hat doch deutlich mehr Elan. Wichtig wäre noch laktosefrei und auch ohne Gluten. Oder heißt das eher Gluten, damit das auch alle verstehen? Wir sollten alles umbenennen, das wäre galaktisch klasse. Von den Tofu-Galaxien zum Sojanebel Chia-Gasse. Weißt du, wie viel Sternlein stehen? Kenntnisreicher Astronom. Ungezählte, sagt er leise, dafür hat er sein Diplom. Gott, der Herr, hat sie gezählt, doch dem Wissenschaftler fehlet aus Vernunft, nicht aus Versehen, jeder Drang, dem nachzugehen. Oft habe ich die Fantasie von der Familiengalaxie, wie wir hier so zusammenleben, als Mikrokosmos weiter schweben. Wenn ein Kind des Nachts laut kräht, hat das Urknallqualität, als was die Kinder sich entpuppen, sie rasen rum wie zwei Sternschnuppen. Um uns. Wir haben sie ja gerne, nur sind auch wir nicht wie Fixsterne. Im Lockdown litt Diät enorm, ich hab schon fast Planetenform. Wie Monde sind Mutter und Vater, unsere Augen die Mondkrater. Wir fühlen uns unterm Elternjoch, oft eher wie im schwarzen Loch. Nur eines stimmt nicht am Vergleich von Kinderschar und Sternenreich. Und das wär alles, was ich will. Im Weltall ist es immer still. Die Lösung kam dann von den Kindern, die mich beim Denken sonst behindern. Ist es dir hier oft zu laut? Werd doch einfach Astronaut. Ich denke, wir sollten diesem Handlungsstrang folgen, Dr. Bob. Kopf. Womöglich entdecken wir sogar eine Klimax. Vielleicht sollten wir das Reimschema mit einer Heinzschen Planetenkur behandeln. Was ist denn eine Heinzsche Planetenkur? Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, mir geht es gut. Und dabei war ich neulich auf Kur. Zwar tut dir gar nichts weh, Nussöl jedoch wirkt Wunder. Venusöl, ne? Venus, haben Sie gemerkt, ne? Ja. Venusöl jedoch wirkt Wunder. Und Erde dich versiehst, tunk
schlug man dich auch schon unter. Der Arzt sagt nur, das ist ein Muss. Der verschreibt zu jeder Kur an Nuss. Du denkst, mein Kopf läuft voller Blut. Oh weia, ist das gut so? Prustend schluckst du noch einen Liter und das schmeckt mies und thank you bitter. You bitter, gell, ist klar. Da sah man schon Athleten motzen. Ich sah Läufer und sah Turner kotzen. Wer findet das denn angenehm? Ja, so ein Wahnsinn, so ein System. War klar, dass die Kur scheitert, von wegen maßgeschneidert. Du fragst dich wie ein Depp nun, was bloß gegen den Neptun? Und schließlich bleibt dir nur zu sagen, nie mehr Kur. Nussöl, ja, ein Schwachsinn. Ich glaube, ich habe eine metrische Einheit entdeckt. Vorsicht, Captain, das könnte ein Neologismus sein. Ein Neologismus? Sternschnuppen sind verschieden, quadratisch sind die Quadrantiden, Keks und sind die Orioniden. Captain? Geminen werden die Geminiden, sowie per se die Perseiden und aus Leonberg die Leoniden. Faszinierend. Doch am schlimmsten für die Homininen, also uns, das sind die Hämorrhoiden. Eine Versrhythmusstörung. Denn statt als Schweif am Himmelszelt verglühen sie am Arsch der Welt. Wovon spricht er? Mein Name ist Wolters. Professor Wolters, ich habe ein Gedicht und Wolters vortragen. Wolters oder Wolters nicht? Kleiner Scherz. Aus dem poetischen Zyklus Das Sternbild der Hämorrhoiden, nun das Gedicht. Letzte Worte. Aus dem Sternenbild der Hämorrhoiden ist ein Stern jüngst ausgeschieden. Noch im Verglühen rief er mit letztem Funken, mir hat's hier sowieso gestunken. Ja, wenn's einem nicht passt, muss man gehen, das ist klar. Was fragst du, Schatz, wo einer unserer Wellensittiche geblieben ist? Ich hab einen fliegen lassen. Was raus muss, muss raus. Weshalb ich gerade heulend im All verschwand. Meine alte Raumfähre Sonja hat anders sich bemannt. Jetzt sitz ich hier um sie betend, um sie weinend und Raketen knetend. Sonja, Räubertochter, ohne dein Schleudersitz bin ich ein ungemochter, ungeliebter, rausgebeamter. Bin ich ein kleiner Kosmonaut, der sich nicht in den Kosmos traut. Ich bin ein kleiner Kosmonaut, ohne dich ist mir der Weg ins All verbaut. Ein politisches Gedicht mit dem Titel In den Sternen. Was, wenn an den Sorgen und Ängsten der Deutschen was dran ist im Leben? Was, wenn unsere nächste Bundeskanzlerin ein Mann ist? Ja, eben. Geht's wieder, Captain? Danke, Mr. Klopp. Kopp, wo sind die anderen? Übrigens, dieser mystische Planet, durch den ihr uns hier schleichen seht, bei dem man denkt, boah, ist der Ort geil, ist das alte Kraftwerk Rottweil. Und drum ein kosmisches Dankeschön für die Erlaubnis, hier zu drehen. Und spitze wie Spocks spitze Ohren sind auch die anderen Sponsoren. Dass sie uns hilft, ist wie ein Traum. Drum schicken wir durch den Hyperraum eine fliegende Untertasse zu der Tübinger Kreissparkasse. Auch die Liebhaber der Dichtkunst stehen hoch in unserer Gunst, doch sie bleiben lieber anonym, trotzdem ein Gruß vom ganzen Team. Und außerdem noch vielen Dank an Max Planck. Den finden wir so richtig gut und erst recht sein Institut. Und wenn ihr uns helfen wollt, schickt Sterntaler und Weltraumgold.
denn damit helft ihr uns ganz praktisch. Vielen Dank. Ihr seid galaktisch. Was ist das hier? Es scheint sich um ein Prosafragment zu handeln. Das muss das sagenumwobene polymetrische Epos sein. Der auktoriale Erzähler. Dann erfahren wir vielleicht endlich, worum es hier überhaupt geht. Ich empfange seine Botschaft. Hallo, es grüßt euch froh und dankbar, Meduhin von Salamanca. Andere sind nur fast zu hip, drum hört nun meinen Astro-Tipp. Steinbock. Hüte dich vor Schützefrauen, die dir auf die Mütze hauen. Sonst gibt's statt Tête-à-Tête im Weinstock bloß ein Wildkotelett vom Steinbock. Widder. Der Widder widdert seine Chance, versetzt die Jungfrau ihn in Trance. Denn steht der Mond im dritten Haus, holt sie ihre titanverstärkten Stiefel raus. Stier. Diäterfolg beim Fastentrend verhindert Mars im Aszendent. Wird's Hemd für die Figur zu klein, probier's mal im Saturnverein. Fische. Mit purer Lust und frischem Mut tut Uranus den Fischen gut. Nur Neptun im Quadrat zur Venus steht, wo er Merkur stehen muss, mit Saturn im Spannungsfeld, bis Merkur auftaucht, klärt und hält. Doch da kommt Chiron auf der 10, zieht vorbei, lässt Neptun stehen, Mars grätscht Venus in die Flanke, spielt auf Pluto, gut so, danke, der gibt ab, führt Merkur vor, der stürzt, Mars schießt und Tor, Tor, Tor. Entschuldigung, das war's. Bedenkt allmorgendlich, das Universum sorgt für dich. Faszinierend. Ich habe kein Wort verstanden. Ich auch nicht, Mr. Schmock. Kopp. Ja, sehen Kopp. Sie, Captain, sogar er kann sich's merken. Ja, ich hab langsam die Schnauze voll. Kopp. Ich heiße Kopp. Kopp, das hab ich, warten Sie doch, Dietmar Hopp, Hans Klock, Jürgen Klock, das ist doch aber auch ein schwieriger Name. Ich meine, das ein Captain? O und so. Mr. Stopp, Kopp. Und wo ist Lieutenant Miri Miri? Der Nominativ ist Singular. Wer sind Sie? Was wollen Sie? Ich bin Lady Prosa. Und mit deiner Hilfe werde ich die gesamte Poesie im Universum auslöschen und die Welt unterjochen. Aber ich heiße doch gar nicht Jochen, ich heiße Johann. Schweig! Wirst du dich mir anschließen und dem intergalaktischen Imperativ dienen? Warum sollte ich das tun? Ich bin deine Mutter. Oh nein! Welch schrecklicher Kasus! Ich armes Subjekt! Was soll ich nur tun? Ich hab's. Ein Monolog in alternierender Metrik. Ich hätte deine Antithese! Guck, jetzt steig ich ein. Meine Eltern weinen, dreh mich um und schick einen letzten Blick zurück. Ich fühl mich kalt und leer, der Raumanzug wiegt schwer. Tränen weggewischt, die Tür geht auf, zischt. Meine Nerven flattern, der Countdown ist am Rattern. Mein Rücken zeigt zur Erde, zu der ich nie mehr zurückkehre. Ich fliege in den Himmel, weg von dem Gewimmel. Ich fliege wie ein Engel, weg von dem Gedränge. Die Ampel steht auf grün, die Lampe rot, sie glüht, die Rakete, sie steht stramm, das Spektakel nimmt sein Gang. Ad Astra, ich flieg zu den Sternen. Ad Astra, weg von dem Lärm. Ad Astra,
einsam bin ich sehr, fliege ganz allein in die Nacht hinein. Kein Schall mehr, alles still, kein Flüstern, kein Gebrüll. Spreche mit Maschinen, Freunde aus Platin. Flieg vorbei am Sternbild Orion, seh nur Firmament, kein Horizont. Tag oder Nacht, kein Unterschied, auch nicht, ob ich rauf oder runter flieg. Sternnebel, Gasplaneten, Supernovae und Kometen. Schwarze Löcher, blaue Riesen, Plasmapartikel schießen aus den Düsen. Weltraumprojekt, endlich Ängste besiegen, weiter existieren, aber endlich in Frieden. Doch in meinem Kopf werden Schlachten geschlagen, ne jammern und klagen seit tausenden Tagen. Bisher keine Begegnung mit Gott, nur Meteoroiden und menschlicher Schrott. Kein goldener Eingang in das Paradies, nur sich ständig wiederholende Déjà-vus. Ad Astra, ich flieg zu den Sternen. Ad Astra, und ich fliege gern. Ad Astra, lass alles zurück. Ad Astra, im Herz kommt ihr mit. Nirgendwo in Nähe, überall nur Ferne. Sonne, Mond und Sterne leuchten wie Laternen. Gibt nichts zu greifen, gibt nichts zu fassen. Nur Vakuum um mich rum, Leere in Massen. Mir wird klar, meine Suche ist hoffnungslos. Meine Ambitionen, sie waren doch zu groß. Bin vom Krieg in die Schlacht geflohen. Doch Rückkehr gibt's nicht als Option. Ich gebe auf, vergebens die Mühen, werde gemeinsam mit den Sternen verglühen, auf was der Orbit mich zu Staub zerreibt. Aufgelöst in Raum und Zeit. Was ihr als letztes von mir seht, ist ein goldener Schweif, der einmal quer über den Äther streift. Schließ deine Augen, einen Wunsch hast du frei. Die Sternstuppe sagt jetzt goodbye. Doch als ich gerade loslass, wird es plötzlich wahr. Über alles Wärme, der Frieden, er ist da. Logbuch des Kapitäns. Nach einem retardierenden Moment konnten wir mit Hilfe einer hypothetischen Indikativ-Dativ-Konstruktion unser Raumschiff wieder startklar bekommen. Lady Prosa war besiegt und Leutnant Miri Miri aus ihren Fängen befreit. Und so konnten wir lyrisch erfrischt aufbrechen zu neuen Abenteuern mit einer neuen Raumpatrouille am 14. Februar. Logbuch des Kapitäns, Ende. I don't like COVID.